Das ist die Regionalliga Nord auf Sporttotal. Mit dieser Partie blicken wir nochmal. Blickt die automatisierte Kamera auf den Schiedsrichterassistenten und da schwenken wir zum Anstoß und die Partie, sie läuft. Lübeck in den weißen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links stößt an. Reingabe kommt und die ist nicht schlecht und da wird es gefährlich und der Ball ist im Tor. 1:0 für Lübeck. Beziehungsweise die Szene wurde vorher abgepfiffen und es gibt den Strafstoß, wie zu erkennen. Trinkgut tritt an und er versagt. Ihm versagen die Nerven. Er jagt den Ball über den Kasten. Die Riesenchance vergeben auf das 1:0 für den VfB Lübeck, weil Felix Trinkgut den Foul-Elfmeter über den Kasten jagt. Aber bisher sehen wir den heute noch nicht so extrem. Jetzt mal wieder Lübeck im Strafraum, aber da kommen sie auch nicht wirklich durch. Zweite Flanke, die ist nicht gut, die ist richtig gut. Die ist nicht nur gut, die ist richtig gut. Denn die bringt jetzt aber die Führung für Lübeck. Und Lübeck kommt nochmal mit dem langen Ball in die Spitze. Bisschen Raum wäre da. Das ist schön kombiniert. Der Ball in die Mitte. Es kommt der Chip und es kommt das 2:0 für den VfB Lübeck kurz vor der Pause. Bei beiden Teams. Jetzt schauen wir erstmal auf diesen Angriff, auf den nächsten Abschluss. Und eine super Parade von Djokovic in dieser Situation verhindert da das 0:3. Und die nächste Möglichkeit mittels des ruhenden Balls. Und dann haben wir da das 3:0 für Lübeck in dieser Situation. Und damit sollte der Deckel hier drauf sein auf dieser Partie. Es sieht ja wirklich gut aus. Das ist schön kombiniert. Keine Abseitsposition. Die Chance aus 4:0. Liegen gelassen auf der Linie geklärt. Da wäre die eigene Kläraktion fast zum Gegentreffer geworden. Aber dann artistisch verhindert hier das 0:4. Vorher die Abschlussmöglichkeit für Hauptmann. Da hatte der die Möglichkeit zum Doppelpack. Und jetzt sind sie da auf der anderen Seite und vergeben die nächste Großchance. Jetzt ist wieder Lübeck da mit der Flanke und mit dem 4:0. Diesmal ist es aber wirklich Felix Trinkgut, der hier einnetzt. Vierter Treffer für den VfB Lübeck in der 60. Minute. Und damit Deckel drauf auf dieser Partie. Und da ist direkt die nächste Möglichkeit und Djokovic pariert stark. Da zerfällt die Defensive jetzt wirklich in ihre Einzelteile. Und hat Räume ohne Ende. Hauptmann kommt da an den Ball. Bekommt er den Abschluss hin? Ja, Djokovic muss abprallen lassen. Und das ist dann die nächste Top-Gelegenheit für den VfB Lübeck. Nächste Flanke, nächster Kopfball und super Parade von Djokovic. Lenkt den Ball da an den Pfosten. Der Keeper, Hauptmann, hatte geköpft. Gabi! Gabi!
jetzt kommen sie mal. Jetzt gibt es die Möglichkeit auf den Ehrentreffer. Das ist der nicht. Das ist der nicht. Nochmal die gute Gelegenheit für Emden hier. Und stattdessen jetzt die Riesenkonterchance für Lübeck. 5 gegen 2 Situation. Es ist gut gespielt. Das ist die Möglichkeit auf das 5 zu 0. Das ist das 5 zu 0 für Lübeck in der 80. Spielminute. So langsam wird es richtig bitter für die Kickers Emden. Da haben sie hier viel zu viel Platz. 5 gegen 2. Und dann ist es Trinkgut, der auf die rechte Seite legt. Und dann gibt es da Tor Nummer 5 durch Vjekoslav Taritas. Nächste Möglichkeit über den linken Flügel. Ball kommt in die Mitte. Ja, irgendwie bleiben sie dauerhaft im Ballbesitz. Schieben ihn sich hin und her. Daube mit dem Abschluss. Und der war nett anzusehen. Daube. Ja, da passt das Zusammenspiel nicht ganz mit seinem Zielspieler Kimmo Hovi in diesem Fall. Oh, aber Groberschnitzer und Hovi mit dem 0 zu 6. Jetzt legen sie sich das Ding auch noch selbst rein. Grober Fehlpass auf Kimmo Hovi und der überlupft Djokovic. Ganz, ganz entspannt. 5. Saisontreffer für den Finnen. Den gibt es nicht mehr, denn es ist Schluss mit der Partie zwischen den Kickers Emden und dem VfB Lübeck. Und diese Partie endet mit 0 zu 6. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.